Moin Moin, Servus und Hallo, hier ist euer Gamer Boch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 5. Heute habe ich für euch das Feiertagsspezial Season 2. Was erwartet euch in meinem Video? Ja, ich stelle euch heute dieses Feiertagsspezial Season 2 vor. So ein bisschen, was können wir machen, was hat sich geändert in der Spielwelt? Da kommen dann zum Schluss noch ein paar Clips, wo ich durch die Spielwelt gefahren bin, mal im Dunkeln, mal im Hellen. Aktuell ist ja Sommer in der Spielwelt. Das heißt, die haben sehr kürzere Nachtintervalle und da kommt das nicht so schnell so gut rüber. Aber ich zeige euch trotzdem mal, wie schön die Beleuchtung und so weiter ist. Ein bisschen weihnachtlich, vielleicht auch ein bisschen Weihnachtsmusik von mir hinterlegt. Mal gucken. Dann machen wir einen Ausblick auch auf das, was ihr hier seht. Serie 3, frohes neues Jahr. Ab dem 6. Januar geht das dann in der entsprechenden Serie weiter. Es bleibt natürlich dann festig. Aus den Auszeichnungen kann man herauslesen, dass dann tatsächlich noch mal eine Dekorationsänderung kommt. Sehr geil, finde ich cool. Und ja, starten wir mal einfach mal los. Also, in der aktuellen Serie 2 haben wir, wie ihr seht, wie gehabt, Serienkomplettfortschritt. Das ist also, wir haben ja 4 Jahreszeiten und jede Woche könnt ihr einen bestimmten Satz an Punkte erreichen. Insgesamt, wenn ihr alles 100% fertig macht, kriegt ihr 266 Punkte. Hier habt ihr den Gesamtfortschritt, also dann Forza Horizon-Spielern brauche ich das nicht erzählen, die wissen es ja selber. Also, es gibt halt einen Lebkuchenanzug für 120 Punkte und bei 200 kriegt ihr einen Lamborghini. Ganz neu und passend zu der aktuellen Weihnachtszeit gibt es das Horizon-Wichteln. Verschenke Geschenke an Freunde und andere Spieler über den Forza Horizon Shop oder Geschenkelieferungen. Das heißt also, die Geschenkelieferung habe ich schon mal im Video hier vorgestellt gehabt. Auch darüber zählt dann der Gesamtfortschritt. Es ist ein Community-Event, das heißt, jeder kann daran teilnehmen. Egal, ob er beim Forzatron ein Fahrzeug für seinen Freund, für irgendjemanden kauft oder einfach nur zur Scheune hinfährt und ein Auto verschenkt an irgendjemanden, an irgendwas, dann geht hier oben, sollte der Balken global Geschenke verschenkt, sollte eigentlich ansteigen und bei einer gewissen Menge, da kriegen wir alle ein Weihnachtsmannkostüm. Und in der letzten Stufe erwartet uns irgendein exklusives Auto. Ich bin heute mal reingegangen, hat's einen Tag, zwei Tage danach. Viel hat sich da nicht bewegt. Aber aufgrund der hohen Frequenz, was ich geschenkt bekommen habe und was ich rausgebe, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass das nicht verbuggt ist. Wie ihr alle wisst, wir kämpfen momentan tatsächlich mit vielen, vielen Bugs. Und ja, das schließt das wahrscheinlich auch leider noch nicht aus. Aber abwarten. So, als nächstes gehen wir schon mal in den Sommer rein, der jetzt aktuell ja läuft. In Forza Horizon, der Maserati. Cooles gestecktes Ziel. Ihr seht, wieder volle Palette an Möglichkeiten, an Herausforderungen. Die ist übrigens ganz cool, da kriegt ihr einen Elfenanzug. Ich zeige euch gleich mal ein Foto davon, wie das komplett aussieht. Weil da gibt es noch eine Herausforderung, da kriegt ihr die entsprechende Kopfbedeckung dafür. Ja, Schatzkistenjagd wieder mal und ja, dann gehen wir mal in den Forzatron kurz rein, weil der wird ja auch wöchentlich geupdatet. Hier noch ein kleiner Hinweis zum Feiertagsspezial. Ja, schöner Truck ist übrigens ein Spielzeug, also Streckenspielzeug und kein normaler Truck. Hier jetzt also die Möglichkeit für mich kaufen oder als Geschenk, so wie es eigentlich sein soll im Rahmen des Wichtelns. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ne, ihr könnt es schenken oder euch für euch selber behalten. So, wie eingangs schon erwähnt, hier haben wir das Elfenkostüm freigeschaltet, dadurch einmal die saisonale Prüfung, wo ihr gegen unschlagbare KI-Gegner antritt, zusammen mit anderen realen Fahrern. Da könnt ihr den Anzug freischalten und die Mütze, glaube ich, über die Auszeichnungen. Die Auszeichnungen sind ja die Herausforderungen, die ihr zusätzlich noch annehmen könnt, wie zerstört 25 Weihnachtsmänner, also Schneemänner, 25 Weihnachtsbäume und Co. Da müsst ihr mal reingucken, da gibt es jetzt auch diese Belohnung dazu, falls es nicht sogar eine Season-Veranstaltung ist. Ich weiß es nicht, ich habe die relativ früh freigeschaltet. Ja, anyway, auf jeden Fall könnt ihr euch dann noch eine rote Nase bei der Saisonveranstaltung auch noch freischalten. Bin da noch nicht ganz hundertprozentig durch, aber so ist halt die aktuelle Kombination dazu. Ja, bevor ich jetzt in die Dekoration reingehe, wir hatten jetzt eigentlich alles schon mal kurz durchgeguckt. Hier sehen wir jetzt einen der Schneemänner oben auf dem Gipfel vom Vulkan. Mein kleiner Tipp, die Schneemänner findet ihr auch nur da oben, lustigerweise. Sonst findet ihr in jeder großen Stadt Weihnachtsbäume und Zuckerstangen. Wenn ihr es schneller haben wollt, fahrt ins Stadion, da gibt es eine Eisbahn.
Ja, wie ihr sehen könnt, gibt es genügend an Sachen vorhanden, Weihnachtsbäume, Geschenke, ist alles da eigentlich, plus Sprünge. Zuckerstangen natürlich auch. Ihr seht, man kann hier so ein bisschen den Drifter raushängen lassen, weil keine Winterreifen drauf sind. Also ihr rutscht da schön. Es gibt übrigens bei den Auszeichnungen auch entsprechende Herausforderungen, die ihr nur hier absolvieren könnt. Mein Tipp in den Auszeichnungen einfach diese anpinnen. Dann wird das auch links richtig registriert. Denn wo ich jetzt da lang gefahren bin, das hat er nicht registriert, erst als ich da angepinnt hatte. Nach einer großen Runde bin ich mal ins Zentrum reingefahren. Hier sehen wir eine schöne Eishockeybahn. Leider kein Puck in der Nähe. Wäre natürlich jetzt absolute Highlight, wie im Sommer oder beziehungsweise wenn hier keine Eisbahn drin ist, ist hier überall immer so ein Fußball und den könnt ihr dann hin und her kicken. Ja, soweit also zum Thema Stadion und Eisbahn. Ja. Das wären eigentlich alle Themen, die ich bisher hatte. Hier haben wir jetzt mal ein schönes kleines Foto von der Stadt im Westen der Karte. Da kriegen wir ja auch eins unserer Häuser. Alles, was nicht umrahmt ist, könnt ihr plattfahren. Und in dieser kleinen Stadt gibt es sogar noch den Vorteil, dass dort einige Geschenke vor der Tür liegen, auch in den Seitengassen. Also, wenn ihr noch immer die Herausforderung oder die Auszeichnung mit den Geschenken haben müsst, ich glaube, mit dem Mazda müsst ihr das sogar machen. Dann könnt ihr das dort sehr gut erledigen. Ja, sonst kurzer Ausblick auf Serie 3 ab dem 6. Januar. Wir können uns auf 12 neue Fahrzeuge freuen, die wir freischalten können, beziehungsweise die wir uns spielen können. Neue Wegbereiter, neue Hupen und neue Sammelobjekte. Und eine dezente Dekorationsänderung der Spielwelt erwartet uns ja auch. Mal gucken, ich bin ja gespannt, was jetzt mit der aktuellen Season wird, ob im Winter vielleicht doch nochmal eine kleine Schneewelle anrollt und die ganze Karte mal weiß wird oder ob wir nur wieder oben beim Vulkan da was kriegen. Das werden wir dann sehen. Aber meine anfängliche Annahme in dem einen der früheren Videos, wo ich das erste Mal oben Schnee gesehen hatte, ja, ist leider nicht so eingetreten wie gedacht, aber gut, rein theoretisch hat Mexiko auch so gut wie kaum bis kein Schnee. Vorausgesetzt, also auch in Realität natürlich, vorausgesetzt, die Wetterlage ist so schlecht. Es gab natürlich schon mal Schnee in Mexiko, davon mal ab, aber es ist nicht die Regel, so wie in Forza Horizon 4, dass man. In England war es ja klar irgendwie, ne? Aber hier ist es nicht so der Fall. Gut, ich denke mal, ich habe alles für euch aufgedeckt halbwegs und freue mich euch jetzt ein paar Impressionen. Ja, aus meiner kleinen Erkundungstour vom 9.12. zu präsentieren zu können, so rum. Tag- und Nachtwechsel. Wie gesagt, wenn ihr selber im Spiel seid, versucht mal auch mal in der Nacht reinzufahren in die Städte und guckt euch das mal einfach mal an. Es ist einfach nur extrem schön gerade. Das Problem ist nur, wir haben jetzt natürlich die Sommerzeit, also die Sommerjahreszeit und das heißt, die Nächte sind relativ kurz. Viel besser wird es dann zum Winter hin und denke mal, da wird es dann auch erst richtig, richtig, richtig sein Potenzial entfalten. Ja, das war's auch schon. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hab für euch jetzt noch ein kleines musikalisches Schmankerl, damit es nicht so langweilig wird bei den Drohnenbildern und den Impressionen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Kommentare könnt ihr gerne schreiben. Hinterlasst ein Like, wenn ihr mögt, und oder abonniert mich, wenn euch mein Content gefällt. Bleibt gesund, habt eine fröhliche Weihnachtszeit und jo, bis demnächst. Euer Germán Bauch. Bye, bye.